Aha, du suchst nach Grimes Radiergummi. Nö, nee, tue ich nicht. Ja. Ich habe gesehen, wie sie es Kiyomichi geliehen hat. Er sitzt direkt neben ihr. Kiyomichi ist jemand, der seine geborgten Sachen nie zurückgibt. Du könntest dann das Radiergummi also in seinem Schreibtisch finden. Ist es wirklich das Radiergummi? Ich meine, das Gummi? Ich habe gesagt, der Radiergummi. Oder den Radiergummi. Grammatik. Endboss. Okay. Wer bist du? Weißt du, was über den Clown, den Kiyomichi erwähnt hat? Er soll wohl auf dem Heimweg auftauchen. Ist er also ein Herumtreiber? Vielleicht. Ich habe gehört, dass er harmlos ist. Das sagt Senna. Gott, die Musik macht mich narrisch. Weil es immer dasselbe 5-Sekunden-Loop ist. Ah, ich habe Kiyomichis Radiergummi gefunden. Sehr schön. Ich stehe mal wieder auf. Ich sollte sie ja bringen. Ey, die hockt neben dir. Ich hab's gefunden. Ah, oh, mein Radiergummi. Das ist echt gefunden. Danke. Hättest du aber auch selber, wenn du einfach mal auf die andere Seite geguckt hättest. Warum bin ich die einzige intellikluge Person in diesem Spiel? Alles klar, ich warte dann am Eingang. Okay. Ich knie noch. Wer bist du? Halt. Nur Shige? Ich habe gehört, der Clown hat es auf Leute abgesehen, die alleine sind. Verstehe. Hast du den Clown schon mal gesehen? Ich noch nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er ganz in der Nähe ist. Pass auf dich auf, Renja. Und er moonwalkt aus der Tür. Sehr schön. So, jetzt weiß ich, Keiichi ist... Das ist nochmal eigentlich... Beides Jungs. Tsumugi. Tsumugi. Weißt du genaueres über den Clown, über den diese Gerüchte umhergehen? Nee. Kiyomichi hat ihn vorhin erwähnt. Kiyomichi. Das heißt, wenn du den Clown siehst, verfolgt er dich bis nach Hause. Und dann bricht er bei dir ein. Echt gruselig, nicht wahr? Es ist ja auch ein Clown. Alle Clowns sind gruselig. Darf man andere Klassenräume rein? Nö. Darf ich die Treppen hoch? Hier gibt es nichts für mich zu tun. Nee, darf ich nicht. Wer bist du? Du hast den Regenschirm. Hey, geh und gib Asuka ihren Regenschirm zurück. Was? Warum bringst du ihn nicht zurück? Hallo? Was hab denn ich für Freunde? Ernsthaft? Bin ich der Depp in der Freundesgruppe? Irgendeinen muss es ja immer geben. Sei doch nicht so. Du leistest dir den Schirm von ihr, aber du bist nicht so gut mit Asuka. Asuka schreibt man ja mit U. Also Asuka. Asuka. Ey. Nicht, dass sie mir Angst macht oder so. Geh selber. Komm schon, wir sind doch Freunde, oder? Ja, okay. Mach schon deine Arbeit. Furchtbar. Männer. Da. Ach so. Du, Entschuldigung. Weiß nicht. Logisch. Du warst das. Entschuldigung. Asuka, hier dein Regenschirm. Von Masahiro?
Unfassbar! Wer schickt denn bitte jemand anders los? Ja, das frage ich mich auch. Um seine geliehenen Sachen zurückzubringen. Nicht einmal bedankt hat er sich. Kannst du ihm sagen, dass er ein Idiot ist? Klar. Ich habe mit ihr ja gar nicht gesprochen. Gute Frau, Sie haben einen sehr verzerrten Gesichtsausdruck. Kann ich mit ihr reden? Oh. Moment. Halt. Stopp. Ist aufgefallen, dass deine Schwester in letzter Zeit nicht zur Schule gekommen ist. Ist etwas vorgefallen? Ich weiß es nicht. Sie fühlt sich nicht gut. Erstmal, ich weiß es nicht. Ist schon okay, wenn du es nicht sagen willst. Denk aber daran, ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Mhm. So, was ist? Sie fühlt sich nicht gut. Ist das so? Ich habe von euren Eltern nichts gehört und war deshalb besorgt. Hm. Ja, ich habe von unserer Mutter auch schon lange nichts mehr gehört. Oh, pinke Kreide. Und blaue Kreide. So, uns fehlt noch eine Person, und zwar Keiji. Gucken wir, ob er da hinten rumgammelt. Hier auf jeden Fall nicht. Ah. Mehr Yu-Gi-Oh-Karten. Georg Kötter. Ah, ein Chiller. Oh, ein Chinchilla. Ein Chiller, Chinchilla. It's so cute. Ist vielleicht noch irgendwo eins? Ich weiß nicht, ob sich das auf das Ending auswirkt, ob, wenn man die einsammelt. Aber es sind Collectibles. Ich mag Collectibles. Krisu. Der kleine Drache. Das aufgeklebte, gezeichnete Bunny da. Kann ich die Tür aufmachen? Nee, natürlich nicht. Das denke ich mir auch. Kyoshi, geht das Ding? Lauft! Jemand auf dem Klo? Kiyomichi meint, ich sei seltsam. ]僕って変かな? Denkst du das auch? Nö. そう言ってくれてありがとう. Danke, dass du das sagst. Kohime-chan とMasahiro-kun が帰れるようになったら帰ろうか. Lass uns nach Hause gehen, wenn Kohime und Masahiro fertig sind. Ich würde sagen, ihr seid fertig, ne? Ich hole mir meine Schuhe. Gut, dann gehen wir jetzt vollzählig. Lass uns gehen. Asuka war sauer auf dich, Masahiro. Asuka. Was hast du angestellt, Masahiro? Überhaupt nichts. Was hat sie denn sonst so sauer gemacht? Lass die unnötige Fragerei, Keiji. Daran ist gar nicht so nötig. Sie war nicht wütend, wenn du nichts gemacht hättest. Sie ist sauer, weil ich ihren Regenschirm zurückgebracht habe. Ja, aber sollst dich morgen mal entschuldigen. Ja, das wäre das Beste. Okay. Leute, redet doch nicht so schnell. Ich kann nicht so schnell mitlesen. So, was machen wir jetzt? Geh mal nach Hause. Wo geht's nach Hause? Geht's da nach Hause? Wow. Es ist stürmisch heute. Da geht's nicht nach Hause.
Ja, laufen einfach mitten auf der Straße, weil es hier keinen Gehweg gibt. Wer macht denn sowas? Alter, es ist stürmisch. Die dürfen da hoch und ich darf das nicht, oder was? Dann gibt es hier vielleicht noch Karten, die ich vielleicht übersehen haben könnte. Ich finde es gut, wie sie mir einfach wie junge Welpen nachlaufen, ohne es zu hinterfragen, ohne zu fragen, was ich hier eigentlich tue, warum ich nicht nach Hause gehe. Sehr nett. Denn ich konnte ja rennen. Das war das nicht. Hier. Ich merke davon jetzt mal nichts. Das ist ein Gehweg. Scheinbar nicht. Alter. Ja, vorher hätte ich gewisse Defizite, weil ich da den Berg nicht hochlaufen kann. Na, Keiji-kun, warum ist das Uwabaki? Hantada, Kutsu ja nai jan. Hä? Datte Kutsu ni hakikaeru no mendokusakatta da mon. Sonna koto aru no? Keiji-kun, kawatta yatsu da na. Woran seht ihr, dass er die Hausschuhe anhat? Ach. Ja, okay. Na gut, Hausschuhe. Ich weiß nicht, ob das wirklich Hausschuhe sind oder einfach Schuhe für die Schule. Aber ja, der hat diese typischen Schulen-Hausschuhe an. Okay, ich bin scheinbar auch ein Junge. Zumindest trage ich keinen Rock, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist das der Clown? Alter, wo ich war, ich darf nirgendwo hin. Das ist ein Feld. Spannend. Spielplatz. Lass uns hier Verstecken spielen. Gut, bin dabei. Ja, lass uns ein paar Runden spielen. War nur innerhalb des Parks. Moment, wir haben Keiji. Und Kum. Weißt du nicht mal, wer wäre es? Scheinen wir den. Es wäre manchmal ganz praktisch, wenn man sehen würde, wer gerade spricht. Ich verwechsel das alles. Entscheiden wir den Sucher mit Schere, Stein, Papier. Ja, alles klar, ich bin bereit. Ich nehme Schere. Oh Mann, ich bin der einzige Verlierer. Ich habe wohl keine Wahl, dann suche ich zuerst. Also gut, ich fange an zu zählen. 20, 19, 1, 0. Seid ihr bereit? Wada da yo. Keiji, noch nicht. Und jetzt? Mo iyo. Wir sind bereit. Gut, ich komme euch suchen. Kohimes Schultasche. Oh Gott. Könnten Patreons sein. Das haben die in anderen Spielen auch schon gemacht. Da waren die dann auf CDs bei Karaoke. Und im Convenience Store waren sie auf Zeitschriften gedruckt.
Hoff, du bleibst da stehen, Karl. Aha. Hab dich, Keiji. Ich bin Gras. Nicht Keiji. Wie? Sorry. Nächstes Mal werde ich mich noch besser tarnen. Du hast dich jetzt aber auch nicht wirklich läuft mir hinterher. Du hast dich jetzt aber auch nicht wirklich bemüht. Hab dich, Kuime. Oh Mann, du hast mich echt gefunden. Dachte, mein Versteck wäre echt gut. Warum bist du so leise? Lass es die anderen suchen. Du meinst den anderen, weil es fehlt mir nur noch einer. Alter Junge, du bist so creepy. Mashahiro mag hohe Orte. Ich sollte auch über mir aufpassen. Okay. Ich suche aber auch noch nach Karten. Das ist hohes Gras. Kommt ja keiner mal das wegmachen. Statt da creepy rumzustehen und Kinder zu beobachten. Könntest du Rasen mähen, junger Mann? Da mag hohe Orte, aber... Also die Leiter kann ich nicht hoch, aber ich kann die Rutsche hochlaufen oder was? Kann ich hier hoch? Kann ich hier hoch? Ach. Ja, ich habe ihn ja schon gefunden. Hab dich, Masahiro. Mist, du hast mich gefunden. Klasse, bin der Letzte. Hat sich gelohnt, den Baum hochzuklettern. Lass uns nochmal spielen. Der will mitspielen? Hä? Was ist denn mit dem los? Hey, Leute. Lass uns zusammenspielen. Hey, was sollen wir machen, Renya? Sind wir vernünftig oder nehmen wir das Interessantere? Nein, sie dürfen nicht mitspielen. Sag doch sowas nicht. Hey, was sollen wir machen, Renya? Nö? Ah ja, wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen das Spannendere nehmen.
Danke. Gut, dann müssen Sie aber auch suchen, alter Mann. Okay. Sie sind schon erwachsen, also müssen Sie im Container zählen. Fangen Sie an. Gut, im Container. Hey, das ist unsere Chance. Lass uns abhauen. Sollen wir wirklich einfach gehen? Mit so einem gruseligen alten Mann wollen wir sicher nichts zu tun haben. Komm schon, nimm die Beine in die Hand. Beeilung. Ach, jetzt darf ich rennen. Hier sollten wir sicher sein. Ich denke, wir haben ihn abgehängt. War das wirklich in Ordnung? Was? Du kannst gern zurückgehen. Und dich alleine mit ihm unterhalten, wenn du willst. Lieber nicht. Dann lass uns gehen. Halt, hier sind Karten, Jungs. Ich glaube, da oben in der Ecke steht auch Patreon. Man sieht sie nur nicht so gut wegen dem Filter. Also wir spielen das ja auf jeden Fall nochmal. Lösegeld fragen? Kane ka yo. Orange kane mochi da kara kyou tsuke nai to. Watashi no ie wa sonna ni okane nai to omottara daizoubu kana. Klingt wie Pferde. Da das teilweise zu schnell geht, lese ich das jetzt diese selbst weiter scrollenden Dialoge nicht großartig vor. Was wollte ich sagen? Also, ja, wir spielen das ja auf jeden Fall nochmal, weil ich ja auch gucken will, was es noch so... Also ich meine, es gibt eigentlich immer Unterschiede, also mindestens 2-3 verschiedene Enden. Ich würde natürlich gerne alle sehen. Warum dürfen die da durchlaufen und ich nicht? Und beim nächsten Mal spielen mache ich diesen Filter mal aus. Ich weiß noch nicht, ob man dann die Karten wieder sammeln kann oder ob die dann als einmal gesammelt gelten. Vielleicht kann man sie sich aber auch irgendwo nochmal angucken. Moment. Konnte da hoch? Was? Achso, nee. Ich hänge hier einfach nur. Das ist ja gemein. Dachte, ich könnte vielleicht da hochlaufen. Aber ich kann da nur hochbacken. Darf ich nur an gewissen Stellen sprinten? Weil jetzt im Moment kann ich es nicht. Also ich muss sagen, am Soundtrack müssen die echt noch ein bisschen arbeiten. Das ist schon ein bisschen langweilig. Gerade. Sondern zumindest mal ein paar längere Sounds hat.
bestimmt schon 3000 verpasst. Ja, Renja, wollen wir noch im Laden vorbeischauen? Das habe ich nie gesagt. Hey, komm mal kurz her. Ja, geh doch einfach mal was stehlen. Was? Nein! Bist du bescheuert? Bist du doch ein Angsthase? Bist du ein Angsthase? Ja. Nein, bin ich nicht doch. Dann geh und klau was. Nichts mehr zu essen im Haus. Ich habe keine Wahl. Klau Chips, Insta-Nudeln und ein Getränk. Alter! Lass ein paar Sachen mitgehen, ohne dass die Oma was bemerkt. Also Chips? Nudeln? Haben die auch Karten? Das ist die Oma. Das ist der creepy Typ. Die wegstecken? Zu trinken bei dem Typen? Liegen ja Karten drin. Hallo. Ich guck mich hier nur um. Du kannst das durchziehen. Das bleibt zwischen uns. Alter, was hab ich für Freunde, ey. Wir müssen unseren Freundeskreis echt ein bisschen überdenken, ne? Jetzt nicht nur wegen Masahiro. Doch, eigentlich wegen Masahiro. Hey, wir haben den Typen von eben reingehen sehen. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Freut mich zu hören. Gut, machen wir uns auf den Weg. Trage ich hier ganz stolz mein Diebesgut vor mich her. Habe ich tatsächlich jetzt in meiner... Ja. Hier wohne ich. In letzter Zeit bist du etwas niedergeschlagen, oder? Warum stehst du mir so im Face? Sag Bescheid, wenn was nicht stimmt.
Schließlich sind wir beste Freunde, richtig beste Freunde schicken einem nicht los, um Sachen zurückzubringen, die man selber ausgeliehen hat. Also die du ausgeliehen hast. Ja, na. Na dann. Bis morgen. Bye bye. Ich bin auch weg. Wir sehen uns. Gut, man sieht sich. Bis morgen. Wo ist Ding? Ach, hier. Karte. Wusste ich's doch. Ich finde es echt cool, dass die sowas machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine Kleinigkeit, aber es ist echt cool. Also da wird... Da gibt's nichts für mich. Wo wohnst du eigentlich?